Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch gerne einen Aufbaurahmen zeigen, der zur Vorbereitung der Einhausung des Hypercube Evolution dient, sodass sich die Kabel und der Bauenschlauch vernünftig verlegen lassen und der Bauenschlauch sich auch nochmal ein wenig verkürzt. Dafür benötigt ihr 4 3030er Profile, Typ B Nut 8, 250 mm lang, zwei 410 mm lange Profile und zwei 420 mm lange Profile. Außerdem braucht ihr noch 12 Eckwinkel sowie 24 Knopfkopfschrauben im 5x10 und 24 Hammermutter Nut 8 im 5. An Werkzeug wird dann noch ein Immo-Schlüsselsatz sowie ein Winkel benötigt. Dieses Set könnt ihr dann auch bei shop.boras.de erwerben. Mit dem Rabattcode ChaosCrew bekommt ihr 10% Rabatt auf diesen Artikel und auch auf viele andere Artikel aus einem Shop. Die Eckwinkel habe ich mir einmal vorbereitet mit je einer Schraube und einer Hammermutter auf einer Seite. Nun nehmen wir uns die beiden 250 mm Profile und ein 410 mm Profil und setzen auf jeder Seite je einen Winkel ein. Achtet auch hier beim Festschrauben darauf, dass die Profile winkel stehen und durch zwischen den Profilen kein Spalt entsteht. Wenn ihr die Winkel befestigt habt, baut ihr das gleiche noch einmal, sodass ihr zwei identische Teile erhaltet. Nun werden zwischen den beiden Teilen die beiden 420 mm Profile eingesetzt und ebenfalls mit den Winkeln verschraubt. Nun ist der Rahmen komplett verbunden. In jeder Ecke befinden sich zwei Eckwinkel und wir können den Rahmen nun auf unserem Drucker montieren. Der Aufbaurahmen wird dann einfach auf den vorhandenen Rahmen gestellt und mit den restlichen vier Winkeln in den Ecken befestigt. Die restlichen vier Eckwinkel befinden sich dann entlang der Y-Achse auf dem oberen Profil, einmal hier und hier, sowie hier und hier. Achtet beim Aufsetzen des Rahmens darauf, dass die Profile möglichst genau über den anderen stehen, desto weniger sieht man hinterher, dass das Profil aufgesetzt ist und desto besser passen außen hinterher die Platten von der Einhausung dran. Falls euch nun fragen solltet, warum ich die Profile in Z-Richtung nicht gleich 250 mm länger bestellt habe, möchte ich das ganz kurz erklären. Das liegt zum einen daran, dass ich euch gerne den Standardaufbau vom Hypercube Evolution zeigen wollte und zum anderen den Leuten, die den Drucker bereits fertig haben, auch die Möglichkeit zu geben, das noch nachrüsten zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Beim nächsten Mal zeige ich euch dann, wie die Platten für die Einhausung montiert werden und was ich da verwende.